Hallo meine lieben die, die so nicht genannt werden möchten und willkommen zu einem waschechten Review mal wieder. In letzter Zeit hatten wir ja viele, viele andere Sachen. Heute haben wir mal wieder ein Review einer sehr, sehr interessanten Uhr. Und zwar der Bell Ross BR05GMT Sky Blue. This is the Sky Blue. So, das ist eine Sommeruhr. Und den Sommer, den merke ich gerade. Also ich bin ja wirklich Verfechter von schönem Wetter. <laughs> Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste zweimal hoch und runter laufen. Und das hat schon gereicht, nur um was zu holen noch. Und jetzt bin ausgelaufen. Ich konnte erst noch so eine halbe Stunde warten, bis ich mich wieder getrocknet hatte. Ist schon ein bisschen krass draußen, oder? Aber dann nimmt uns doch zumindest diese wunderschöne, ja, Sky Blue. Das passt schon vom Namen her. Ähm, diese wunderschöne Bell and Ross mit, die tatsächlich sogar mit ihren 41 Millimetern also ich finde, an meinem Arm, ja, blendet jetzt ein bisschen das Licht, aber, ja. Ey, das sieht gut aus bei mir, ne? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, ihr wisst es, ich bin kein Fan von rechteckigen Uhren oder quadratischen Uhren. Ähm, aber mich holt Bell and Ross immer mehr ab. Das ist so wieder dieses typische, das hatte ich letztes Mal, ich weiß gar nicht, mit wem ich das mal besprochen habe. Ich glaube, mit irgendeinem von euch, den ich mal getroffen hatte. Man gewöhnt sich... Oder man, man sieht das erste Mal ein Design, ich dachte nicht, beim Biop beim Bio hatte ich das besprochen, glaube ich. Man sieht das erste Mal ein Design und denkt so, oh, ja, irgendwie anders. Und je öfter man dieses Design sieht, desto mehr entdeckt man eigentlich so, ja, dass es einem doch abholt und dass es einem doch gefällt. Und das ist bei dieser Bell and Ross oder generell bei Bell and Ross jetzt mittlerweile immer mehr der Fall, dass sie mich mit diesem typischen, das ist ja das, was sie auch selber sagen, dass. Runde im Eckigen, ja. Sie haben ja ein rundes Blatt und haben dann ein eckiges Gehäuse. Wobei, eckig ist jetzt hier eigentlich schon übertrieben, denn es ist ja alles wunderbar abgerundet. Kommen wir erstmal zu den technischen Features, bevor wir uns der Uhr als solches widmen. Wir haben hier eine GMT-Uhr, sprich zweite Zeitzone. Das interessante ist, diese zweite Zeitzone wird das ist jetzt etwas weniger spektakulär mit einem Innenring mit 24-Stunden-Anzeige dargestellt. Aber dieser Innenring ist teilweise rodiniert. Das finde ich schon mal sehr schick. Macht nämlich eine sehr schöne Optik aus. Man hat das Ganze unterteilt. Oben der Bereich, der dunkle Bereich, der Nachtbereich, wie man so möchte, der ist halt dunkel und der untere Bereich ist hell. Ja. Silbern rodiniert. Ne? Also, das ist halt diese, diese Farbe, die sich auch, ja, die ist, das ist interessant, das ist so eine, so eine, so eine, das ist ja eine matte silberne Farbe. Rhodium kann man ja so schwer beschreiben. Ne? Also, wer Rhodium schon mal gesehen hat, ähm, der weiß, dass das ja nicht so einfach nur ein Standard Silber ist. Ähm und das finde ich gerade, weil es so einen kleinen Hauch, je nachdem auch von der Lunette, äh, von dem Ziffernblatt in sich aufnimmt, von der Reflexion des Blauen. Ähm Sieht es gerade, wenn man drauf guckt, ganz dezent aus. Guckt man von oben nach unten, ja, dann sieht es ganz klar silber aus, gibt einen schönen Kontrast. Also gefällt mir richtig gut auch dieses Ziffernblatt. Es ist natürlich so dieses, ja, ich sag jetzt mal Tiffany Blue, ja. Ist ja jetzt irgendwo, das ist so wie vor zwei Jahren ungefähr, da kam Violett raus mit der Ultra Violet, zum Beispiel von Zenit. Und äh, dann kam jetzt irgendwann dieser Hype um diese Farbe, dieses Türkis auf und ja, das ist ja auch berechtigt, denn ich finde, wenn man eine Farbe aufgreift und die einem gefällt und dann finde ich es auch okay und legitim, wenn verschiedene Hersteller ihre Varianten dabei herausbringen, weil ja doch immer was anderes herauskommt. Denn wir haben ja immer unterschiedliche, ja, Stilrichtungen, die die Hersteller vereinen oder die die Hersteller für sich beanspruchen. Und das dann mit den passenden, schönen blauen Blättern, das sieht sehr schick aus. So Basis ist hier das BR Kaliber 325 auf Celita Basis. Ähm, wir haben 100 Meter Wasserdichtigkeit. Wir haben die Möglichkeit, zwei Bänder zu befestigen. Es gibt einmal ein Edel, äh, Edelstahlarmband und ein blaues äh, Kautschukarmband. Wir haben Saphirglas, wir haben Super Luminova auf den Zeigern und wir haben unten nochmal einen schönen Glasboden, der diesen komplett, ja, skelettierten Rotor, der aber nicht nur hälftig ist, sondern ja, einfach komplett äh, einmal ja, wie soll man sagen, das ist also eine komplette Scheibe, die halt äh, skelettiert wurde. Und das sieht natürlich sehr sehr schick aus. Man sieht auch, das Werk wurde äh, sehr stark bearbeitet. Das macht einen ganz anderen Eindruck als, ich sage jetzt mal, Standardkaliber. So, jetzt kommen wir nochmal zu Uhr als solches. Bei solchen rechteckigen Uhren ist es immer ganz interessant, denn die 41 mm, die tragen sich grundsätzlich gefühlt etwas größer, beziehungsweise sie sind etwas universeller, ähm, denn es können sowohl Leute mit schmalen Handgelenken gut tragen, als auch Leute mit breiten Handgelenken. Also selbst bei mir sieht diese Uhr nicht zu klein aus. Und das ist eben, das liegt mit Sicherheit daran, dass sie nach unten relativ breit ist. Also das heißt, wenn man hier die Bandanschlüsse jetzt hier mal sieht, also wenn man diesen Bereich, das ist bestimmt 24, schätze ich mal, und das macht die Uhr etwas breiter an dieser Stelle. Dadurch, dass es jetzt auch hier kein, kein Gap oder sowas entsteht, haben wir hier wirklich auch dieses etwas breiter nach unten laufende weitergeführt. Und dadurch wirkt die Uhr nicht schmal. An breiten Handgelenken. Also bei mir ist es jetzt tatsächlich so, dass sie sich natürlich stark verjüngt hinterher. Das ist aber in Ordnung. Aber wenn ich drauf gucke, habe ich noch schöne, mindestens mal zwei breite Glieder, die sich noch so ein bisschen auf meinen Arm auflegen und dadurch kann auch ich die tragen. Während bei jemandem mit größeren, äh, mit kleineren Handgelenken das Ganze sicherlich sich einfach mehr anschmiegen würde. Das würde dann einfach um den Arm herumgehen und es würde sich genauso gut tragen lassen. Das ist der Vorteil an dieser Uhr, die ich im Übrigen auch von dem Band her sehr, sehr schön finde. Also also, Bellandross hat sich, finde ich, richtig gemacht. Ähm, ich habe einige Uhren gefunden ähm, auf ihrer Seite und ich weiß auch noch, dass einiges kommen wird, was sie vorstellen werden, wo ich sage, wow, ja, äh, gefällt mir richtig gut und das werde ich euch auch noch im Laufe des Jahres hoffentlich zeigen können. So, jetzt sind wir aber erstmal bei dieser Uhr hier für die Fetischisten unter euch, die immer bemängeln, wenn irgendwo Schrauben auf der äh, Lünette sind, dass die doch bitte ausgerichtet sind. Diese Schrauben sind alle hervorragend ausgerichtet, wenn es denn Schrauben sind. Ich vermute mal, entweder ist es zierde oder von unten verschraubt, äh, so dass das eben genauso, ähm, ja, das stimmt auch mit den Indizes überein. Also die Schlitz der Schraube <laughs> stimmt sogar mit den Indizes überein. Also. Die lineal Linealfetischisten werden ihre Freude haben. Ähm, ansonsten haben wir natürlich aufgesetzte Indizes äh, mit Super gefüllt. Die sind äh, schmal, aber doch recht präsent, weil sie doch sich ganz gut vom äh, Design abheben, weil sie relativ hoch sind. Wir haben zusätzlich noch ähm, arabische Zahlen auf 12, 6 und 9 Uhr. Wir haben ein Datum, das auch nochmal so, sag ich mal, so ein bisschen im Gehäuse angelehnt ist, hat auch diese abgerundeten ähm, Ecken und ist dadurch, das ist schon, also ich würde sagen, es ist ja doch eher rechteckig. Es <laughs> ist jetzt kein Viereck, ähm, aber das passt natürlich auch sehr schön. Auch der Hintergrund des Datums, also die Scheibe ist blau, das Datum selber ist weiß, passt also alles wunderbar. Die Uhr ist an sich sehr sehr gut ablesbar, ist aber auch trotzdem sehr dezent. Ist also keine Uhr, die an sich überladen wird, obwohl wirkt obwohl sie voll ist. Also es sind ja schon durchaus ist ja viel los, wir haben das Bell and Ross Logo, wir haben die Ziffern, ähm, also die arabischen Zahlen, die doch relativ groß und präsent sind, aber trotzdem durch dieses silber durch dieses silberweiß ähm, wirkt das nicht aufdringlich. Und das ist das interessante an der Uhr. Sie ist zum einen und je nachdem wie das Sonnenlicht drauf fällt, ist sie ein sofortiger Hingucker am Arm, also das fällt sofort auf, während sie aber, ich sag jetzt mal einem normalen licht eher gedeckt daherkommt also das ist dann wirklich eine uhr die ihr tragen könnt und die hat dieses feuer ja ich spreche immer bei luxusuhren von diesem feuer das diese uhren haben weil sie in einer gewissen weise durch facettierung durch polierte flächen durch mattierte flächen ähm, durch indizes reflektieren und das Licht in anderer Weise brechen und dadurch ergibt sich wirklich ein ein schönes äh, ja funkelndes Feuerwerk ja ohne dass es jetzt irgendwie aufdringlich wirkt und das finde ich immer sehr schön und das ist hier natürlich auch so ne? also ihr habt hier ähm, gerade bei dem Lunettenbereich viele polierte Flächen dann habt ihr wieder mattiert abgesetzt dann kommt wieder poliert die Seitenränder Sprich die Flanken, die sind wieder mattiert. Das ist alles mit einem sehr schönen Finish, sehr fein. Ähm, auch hier das Band hat eine schöne matte Optik und dann die äh, Mittelstege in Hochglanz. Das passt, das sieht gut aus, das gefällt mir wirklich gut. Ist eine gelungene Uhr und ich glaube, dass Bell and Ross wirklich im Kommen ist und ähm ich bin mal gespannt, wie sich das die nächsten Zeit und die nächsten Jahre entwickelt. Man hat sich auch viel vorgenommen. Ich glaube, Deutschland ist auch so ein Markt, der noch so ein bisschen außen vor steht. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt sich äh, natürlich, weil Sie bei mir vorgestellt werden. <laughs> Klar Scherz. Als ob ich irgendwen beeinflussen könnte. Nein. <laughs> Nein, also ich denke wirklich, dass Sie sich. Ähm, Durchaus festsetzen können. Gerade mit dem, was noch so kommt, ich bin gespannt, was ihr ähm, da in Zukunft auch zu sagen werdet. Ja, preislich liegen wir hier bei der Uhr bei 5.700 Euro. Meiner Meinung nach ein mehr als angemessener Preis. Vor allen Dingen, wenn man mittlerweile mal überlegt, wo andere Hersteller ihre Preise ansiedeln, finde ich das ja noch mehr als im erschwinglichen Bereich, wenn man natürlich 5.700 Euro anlegen möchte. Das ist natürlich immer noch viel Geld ist, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist ja auch eine Luxusuhr. So, mein Lieben, jetzt bin ich gespannt. Was sagt ihr zu Bell and Ross? Rein damit in die Kommentare. Daumen hoch fürs Video, das wäre toll. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt tun, denn dann verpasst ihr auch weitere Highlights für dieses Jahr nicht mehr. Mein Lieben, macht's gut. Bis dahin mal. Ciao, ciao.